Ich heiße Janelle, ich bin Pianist. Ich heiße Olivia, ich komme aus Kamerun. Ich heiße Martin, ich habe an der Universität Mannheim BWL studiert. Mein Name ist Janik Grüners, ich komme aus Kanada. Hallo, ich heiße Alejandra Cassis, ich komme aus Honduras. Ich heiße Zhang Yungang, ich komme aus Kunming in China. Habe ich gesehen, diese Brötchen, diese deutsche Brötchen. Da habe ich das probiert. Das war katastrophal. Das beim ersten Beiß und so tut überall weh, weil das Brot in China ist weich, ne? Nicht wie das diese Brötchen in Deutschland. Das ist hart. Ich habe Magister an der Uni Bremen studiert in Fachrichtung Linguistik und Anglistik. Ich arbeite jetzt als Chinesisch- und Englischlehrer am Burggymnasium in Essen. So findet überall diese chinesische Veranstaltung statt und auch das durch diese viele diese Begegnungs, das, zum Beispiel Konzerte oder so was Events und China für Deutschen sind meiner Meinung nach ist nicht mehr so weit weg. Deswegen ist man fühlt sich sozusagen in Deutschland so wie zu Hause wirklich. Heimweh? Habe ich schon seit, keine Ahnung, seit 5, 6 Jahren nicht mehr. Ich habe in Hamburg studiert und jetzt wohne ich und arbeite ich in Paris. Kultur ist in Deutschland sehr wichtig. Sie kennen, was du spielst, sie kennen die Musik, sie kennen mehreren Interpretationen. Wir können Sprachen von Musik. Diese Erfahrung von in einer anderen Société, von Gesellschaft erlebt, wir sind nicht mehr dasselbe. Und wir erfahren viel und wir lernen von den anderen. Ein Studium in Deutschland schafft eine Basis für eine internationale Karriere, das ist sicher. Ich habe Informatik an der TU Darmstadt studiert. Ich lebe jetzt in Frankfurt und arbeite bei Lufthansa Industry Solutions. 1997 habe ich Urlaub gemacht in Deutschland. Das war so schön, die Blumen und die Leute, alle waren glücklich. Und da habe ich mich entschieden. Ich habe gesagt, ja, hier möchte ich gern studieren. Das Leben ist, finde ich, sehr angenehm. Ich habe sehr viel Unterstützung, dadurch, dass mein Arbeitgeber auch ein Betriebskita anbietet, sind die Kinder sehr gut aufgehoben. So, wenn ich wieder nach Afrika gehe, irgendwann mal, ja, wenn die Zeit reif ist. Es gibt sehr viel zu tun in Afrika und ich möchte auch was zurückgeben. Das war schon eine bewusste Wahl, weil ich BWL studiert habe. Und der gute Ruf von der Uni Mannheim hat mich dazu überzeugt, in Mannheim zu studieren. Ich habe mich dann wirklich, ich weiß nicht, wirklich international gefühlt. In einem anderen Land versteht man oder sieht man viele Sachen aus anderer Perspektive. Und wenn man das kennenlernt, dann ist man auch so offener wie andere. Versteht man auch Probleme von einem Mitarbeiter, von Kunden. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, einen Job zu finden und aufzusteigen. Jetzt bin ich Partner bei Deloitte Warschau. Wenn ich immer gefragt war, wo Polen liegt, sage ich immer, in der Nähe von Deutschland. Ist das die Sache schon geklärt.
Deutschland? Ich glaube, es lag an der Sprache. Ich hatte das Gefühl, dass ich einigermaßen gut darin war. Und es ist das Erste, was ich in München gesehen habe. Es war einfach ein schöner Moment, so aus dem Dunkeln, so die Rolltreppe hoch und bam, München. Ich habe vor 8 Jahren ein Auslandsjahr in München gemacht, an der LMU. Ich habe Germanistik und Französisch studiert. Und jetzt arbeite ich in einer Anwaltskanzlei in München als Übersetzerin. Ich habe schon gemerkt, dass, also vor allem als ich dann wieder nach Hause gegangen bin, ich habe mich verändert, aber alle anderen waren immer noch das Gleiche. Und das hat sich dann nicht mehr wie zu Hause gefühlt für mich. Deutschland war dann zu Hause. Es fühlt sich immer noch so an. Ich habe an der Universität Stuttgart Master of Infrastructure Planning gemacht, auf Englisch, und ich arbeite jetzt bei der Firma Transolar. Wir beraten Architekten, um energiesparende Gebäude zu machen. Jetzt sind wir an der Universität Stuttgart. Ich habe hier erfahren, dass die Qualität ganz hoch ist und dass Deutschland ein gutes Land ist, wo man sich weiterbilden kann. Das hier ist mein erstes Flugticket nach Stuttgart. Und da habe ich mein DAAD-Ausweis. Zu Hause hatte ich das Gefühl, dass ich Flügel hatte, aber ich konnte die nicht benutzen. Als ich nach Deutschland kam, ich hatte so viele Möglichkeiten. Ich konnte hier lernen, jeden Tag lerne ich was Neues. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich gelernt habe, wie man fliegen kann. Hasta luego. Auf Wiedersehen. Au revoir. Bye bye. Zaijian. A bientôt.